Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums. Ich bin Nils Daniel Peiler, ich bin einer der Kuratoren unserer aktuellen großen Jubiläumsausstellung Kubricks 2001, 50 Jahre A Space Odyssey, die noch bis zum 23. September 2018 hier zu sehen ist. Viele von Ihnen waren sicherlich schon in der Ausstellung, viele von Ihnen waren sicherlich auch schon in unserer Begleitreihe zur Ausstellung, in deren Rahmen heute Abend diese Veranstaltung stattfindet. Ich freue mich, das eine oder andere bekannte Gesicht wiederzusehen. Und heute Abend hier haben wir einen ganz besonderen Programmpunkt. Das ist der Höhe- und Endpunkt unseres zweitägigen Symposiums, unseres Wochenendes, das wir ganz dieser Feier 50 Jahre 2001 Odyssee im Weltraum von Kubrick gewidmet haben. Nach vielen, vielen internationalen Gastbeiträgen, nach Filmvorführungen und Gesprächen, nach Buchvorstellungen, Diskussionsrunden haben wir heute Abend einen ganz besonderen Ehrengast hier und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend den Synchronregisseur der deutschen Fassung 2001 Odyssee im Weltraum, Michael Günther, hier aus Berlin begrüßen dürfen. Michael Günther hat 1968 für die deutsche MGM in Berlin die Synchronregie übernommen bei Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Wir wollen über ihr Leben und ihr Werk sprechen, wie sich der Film natürlich gestaltet hat in der Arbeit, den wir dann nachher sehen werden. Wir haben jetzt vor dem Film etwa eine Stunde Zeit, also etwa 60 Minuten dafür, werden dann nochmal eine kurze Umbaupause machen. Das heißt, Sie haben auch die Gelegenheit, sich vor diesem langen Film noch einmal zu erfrischen. Das Filmcafé hat für Sie auch noch geöffnet und wir werden den Film ja auch in der integralen Roadshow-Fassung zeigen. Das heißt, auch im Film gibt es dann nochmal eine Pause nach etwa anderthalb Stunden. Das nur kurz zum Hinweis zum Ablauf. Wir möchten uns jetzt hier nicht nur unter uns unterhalten auf der Bühne, sondern ich habe hier auch ein Handmikrofon und mit dem komme ich auch gerne zu Ihnen. Also wenn Sie sich selbst einbringen möchten in die Diskussion, wenn Sie Fragen haben an Herrn Günther oder Kommentare haben, wenn Sie etwas wissen möchten, dann nutzen Sie doch gerne diese einmalige Gelegenheit und geben mir einfach ein Handzeichen, dann kommt das Mikrofon zu Ihnen. Warten Sie bitte kurz, nicht nur bis Sie das Wort haben, sondern auch bis Sie das Mikrofon haben, weil wir auch diese Veranstaltung heute Abend mitschneiden zur Dokumentation. Das soweit vorneweg. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier sind, Herr Günther. Ich darf Sie kurz vorstellen. 1935 geboren in Berlin, immer noch in Ihrer Heimatstadt ansässig. Heute zu uns gekommen nach Frankfurt, frisch eingeflogen. Sie waren bereits als Kind ein Star der Filmsynchronisation, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Sie haben unter anderem schon für Bobby Henry in Ein kleines Herz in Not gespielt oder für Bobby Driscoll in Die Schatzinsel. Und natürlich dann später als Synchronregisseur, insbesondere auch für die deutsche MGM in Berlin, hochkarätige Produktionen verantwortet. Nicht nur Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum, eine andere ganz wichtige Produktion aus demselben Haus, die wir nicht unerwähnt lassen sollten, ist Dr. Zhivago, die deutsche Fassung von David Leans Film. Und die Frage, die sich da natürlich stellt, ist erstmal, wie wird man denn Synchronregisseur? Wie kommt man dazu? Ja, da gibt es kein Musterweg, den man irgendwie weiterempfehlen kann. Das ist so ein bisschen fast deckungsgleich wie das Leben. Das ist eine Ansammlung von Zufällen, die entweder glücklich ausgehen und funktionieren, wie man das so technisch nennt, oder nicht. Es gibt keinen Leitfaden, wie werde ich Schauspieler oder wie werde ich Regisseur. Das hören bestimmte Menschen, die ihr Geld mit dem Unterricht von der hoffnungsvollen Jugend verbringen, nicht gerne hören, aber es ist dennoch so. Sie können so etwas nicht studieren auf keiner Hochschule, obwohl wir, glaube ich, mittlerweile 11 oder 12 Film- und Fernsehhochschulen in Deutschland haben. Aber Sie lernen da oder erfahren, besser gesagt, etwas über die technischen Zusammenhänge. Das befähigt Sie aber nicht, einen Film zu inszenieren. Tatsächlich ist die Herstellung, egal ob jetzt eine Synchronisation oder das, einen wirklichen echten Film, eine sehr mühsame, zeitraubende und sehr viel Talent voraussetzende Arbeit, die von einem ganzen Ensemble von Menschen gemacht werden muss. Sie können anders als ein Maler, der eine Leinwand braucht und ein paar Pinsel und Farbe, ja nicht, der ein Bild machen kann. Ich habe die Kollegen von der malerischen Kunst immer beneidet darum. Sie können nicht alleine ein Theaterstück inszenieren oder alleine einen Film machen. Sie brauchen eine Fülle von Mitarbeitern. Es handelt sich dann um einen Stab, einen technischen Stab zwischen
40 und 60, manchmal 80 Menschen, die sie sehr gut kennen müssen. Zusätzlich noch, was das wesentlich kompliziertere ist und anstrengender, einen Haufen von Schauspielern. Und auch die, ja, es ist tatsächlich so. Es ist zwar auf der einen Seite sehr beflügelnd und auch sehr amüsant in vielen Fällen. Und ich verdanke eigentlich die Schönheiten meines Lebens, das sich nun allmählich seinem Ende nähert, eigentlich der guten Bekanntschaft und Freundschaft, tiefen Freundschaft in manchen Fällen, mit ganz hervorragenden, herausragenden Schauspielerinnen und Schauspielern. Ich hatte gerade Gelegenheit, ein bisschen darüber zu plaudern, in meinem Beruf, der immer noch mein Beruf ist. Sie sind eines Tages Schauspieler und wechseln dann über und werden, wenn sie Talent genug haben, halt auch Regisseur. Aber das ist etwas, was sie immer noch bleiben. Ich arbeite zwar nicht mehr als Regisseur, weil meine Kräfte mir das nicht mehr erlauben. Es ist ein sehr kraftverzehrender Beruf. Ich würde das nicht mehr schaffen. Ich habe auch, ehrlich genug bin ich dazu, das zu sagen, gar keine Angebote mehr, weil keine Produktionsfirma sich auf ein Risiko einlässt. Ich bin jetzt vor kurzem 83 geworden und genieße nicht meinen wohlverdienten Ruhestand, wie viele Leute das sagen. Aber ich habe aufgehört zu arbeiten. Deswegen habe ich nicht aufgehört, als Regisseur zu sehen, zu empfinden und auch zu denken. Das hört ja nicht auf. Das ist ja nicht so, wie man einen Stecker aus einer elektrischen Leitung herauszieht. Aber die praktische Arbeit ist einfach zu kraftraubend und zu anstrengend, als dass ich den Versuch wagen würde, in so dann doch hohem Alter so etwas nochmal zu machen. Ich weiß, es gibt ein paar ganz wenige Regisseure auf der Welt, die in meinem Alter noch das Risiko eingehen, aber sicherlich auch mit viel Angst und Zagen und Zögern. Ich kenne den Beruf gut genug, um zu wissen, dass das international immer das Gleiche ist. Ich habe in vielen Ländern der Welt gearbeitet, mit Schauspielern verschiedener Zunge. Und ich weiß einfach, es ist ohnehin mörderisch schwer. Wenn Sie im Vollbesitz des Talentes sind und genügend Erfahrung und Routine haben, dann können Sie in vielen Ländern arbeiten. Aber auch diese Möglichkeit ist zeitlich zumindest sehr begrenzt. Jetzt haben Sie schon die verschiedenen Zungen erwähnt. Ich habe über Sie gelesen, Sie sprechen Deutsch, Englisch, Französisch, Dänisch und Schwedisch. Ja. Das prädestiniert Sie ja eigentlich für Filmtransfer, für Synchronisation. Ja, sollte man glauben. De facto ist das völlig überflüssig, unnötig. Wie vieles, was man lernt, eigentlich unnötig ist. Sie kommen ab und zu mal alle paar Jahre und entdecken und sagen sich dann selber, ach, man war gar nicht verkehrt, dass ich das mal gelernt habe. Aber de facto braucht man das nicht. Sie brauchen, um einen Film richtig zu synchronisieren, brauchen Sie etwas, was innerhalb meines Berufes sowieso die wichtigste Fähigkeit ist. Wenn Sie die haben, sind Sie schon mal auf einer richtigen Spur. Ich schweife kurz ab, aber komme zu dem Punkt gleich wieder zurück. Der berühmte Sänger, international berühmte, dessen Namen Ihnen allen etwas sagt, auch wenn Sie ihn nicht mehr persönlich erlebt haben, hieß Enrico Caruso. Und dieser Caruso wurde mal von einem nicht so sonderlich intelligenten Journalisten gefragt, Herr Caruso, Sie sind ja ein Garant, was braucht man, um eine solche Karriere zu machen wie Sie? Was sollte der arme Caruso auf so eine dümmliche Frage antworten? Aber er musste irgendwie ja auch den Eindruck erwecken, dass er darauf einging und intelligent war. Also hat er, ich nehme an, mehr aus Verlegenheit und Zufall das genau Richtige gesagt. Er sagte nämlich, das Problem besteht darin, dass man drei Dinge braucht, um eine große Sängerkarriere zu machen. Und ich gehe davon aus, dass das Gleiche auch für unsere Kollegen, die nur das Wort zur Verfügung haben, also für die Schauspieler auch so gilt. Sie brauchen drei Dinge. Und zwei reichen nicht. Wenn Sie nur zwei haben, scheitern Sie. Sie brauchen alle drei. Und das erste ist sehr viel Talent. Und nochmals, sehr viel Talent. Ich kürze ab. Und das zweite, was Sie brauchen, ist sehr viel Kondition. Eine eisenharte Gesundheit. Sie können sich nicht leisten, wenn Sie ein bisschen Erkältung haben und ein bisschen die Stimme, ein bisschen abzusagen. Sie müssen durch. Es sei denn, Sie merken, Ihre Stimmbänder sind in Gefahr. Dann dürfen Sie natürlich nicht mehr singen. Das können nur Sie selber beurteilen, zusammen mit einem hoffentlich Ihnen zur Verfügung stehenden guten Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ihre Gesundheit ist Ihr Kapital.
Wenn Sie die pflegen, vernünftig leben, haben Sie eine lange Zeit vor sich. Und Sie brauchen eine lange Zeit, um eine solche Karriere zu machen. Sie wachen nicht eines Morgens auf und sind ein berühmter Sänger. So einfach ist das ja nicht. Und drittens brauchen Sie etwas, worauf Sie gar keinen Einfluss haben. Und das macht es noch schwermütiger, die Frage zu beantworten. Sie brauchen sehr viel Glück. Haben Sie sehr viel Talent und eine Gesundheit und Kraft wie ein Pferd, aber Ihnen fehlt das Glück, dann landen Sie irgendwo als Chorsänger in der vierten Reihe und träumen immer davon, mal vorne zu stehen und eine berühmte Arie zu singen. So ist das. Ein bisschen was trifft auf uns Kollegen von der nur sprechenden Kunst, nur sprechenden Sprache, nicht gesungenen Sprache, letztlich auch zu. Sie können sehr viel Talent haben, ich spreche jetzt von dem Beruf als Schauspieler. Was meiner Meinung nach und nach meiner Lebenserfahrung das Primäre ist, ist der primäre Beruf. Wir haben eine Reihe von sehr guten Regisseuren, international. In sehr vielen Fällen waren das immer Leute oder sind es Leute, die das von vornherein angestrebt haben, angepeilt haben, diese Karriere zu machen. Die waren in den ersten Jahren, so ging mir das auch, völlig hilflos, weil sie nicht wussten, was stelle ich an, um überhaupt mal zu der sogenannten ersten Regie zu kommen. Sie können sich nicht hinstellen an einem Theater mit dem Direktor sprechen, mit dem Intendanten und sagen, weißt du was, ich habe eigentlich mehr Lust, Regie zu führen. Er sagt, ja, sonst noch was, geh mal, mach deine Arbeit. Sie landen überall bei einer ablehnenden und im höchsten Fall zögerlichen Beantwortung. Sie wissen eigentlich nicht richtig, was sie machen sollen. Es sei denn, sie greifen zu, ja, zum Glück. Und manchmal hat man Glück. Ich hatte sehr viel Glück. Ich war als junger Schauspieler zu Zeiten, da waren sie aber, naja, auch die Älteren unter Ihnen, vielleicht noch gar nicht auf der Welt. Da war mein Name, klang sehr gut in der Berliner Theaterszene, weil ich sehr viel... Ich bin ursprünglich Theaterschauspieler. Und das ist bei den meisten Glücksfällen immer der Fall, weil das Theater war und ist und wird auch sein die Basis von allem, auch vom Fernsehen und Film. Wenn Sie am Theater nichts taugen, können Sie auch keinem Film auftreten. Und da hatte ich ja das Glück, dass mein Name bald einen sehr guten Klang hatte und ich eine große Rolle nach der anderen spielte. Und dann war ich in so einer Situation, wo ein Theater sich überlegte, ob ich ein bestimmtes Stück inszenieren soll. Und ich kam denen so ein bisschen halbwegs entgegen, habe gesagt, ich trete in dem anderen Stück, wo du mir eine Rolle angeboten hast als Schauspieler, nur auf, wenn ich vorher dieses Stück inszenieren darf. Also Nötigung oder Erpressung. Das spielt in unserem Beruf vieles immer so auch mit rein. Sie müssen, wenn die Situation günstig ist, diese Situation dann auch, ja, ich zögere nicht zu sagen, ausnutzen oder benutzen. Wenn Sie dann 3 Jahre warten, können Sie ja nicht sagen, damals hatte ich Erfolg. Das sagte er damals. Also Sie müssen beweglich sein und Sie müssen, wir haben in unserer Sprache ein altes Wort, ich weiß gar nicht, ob man es heute noch benutzt, jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist es dann auch. Und wie kam dann der Schritt sozusagen vom Theater zum Synchron? Ja, ganz einfach, weil beim Synchron oder bei diesem merkwürdigen Gewerbe landete ich schon als Junge und habe viele Rollen synchronisiert von in englischen, amerikanischen, ja sogar auch in russischen Filmen. Wir waren ja damals in Berlin nach dem Krieg eine Stadt, die in 4 Sektoren aufgeteilt war und trotz aller Abneigung, das hatte zu tun mit der Gewalttätigkeit der uns vom Nationalsozialismus befreienden russischen Truppen. Ich habe, ich will das gleich klar sagen, das nie gesehen als Niederlage der deutschen Wehrmacht, sondern als Befreiung vom Faschismus und schon als Junge. Wie auch immer, spielten da die Russen, die auch unsere deutschen Theatervorstellungen besuchten und dort größtenteils, so sind meine bildhaften Erinnerungen, es war ein sehr kalter Winter, die Theater waren ungeheizt, alles war halb zerstört. Wir hatten oben im Bühnenboden im Hebbeltheater in der Stresemannstraße ein ca. 1 Meter im Durchmesser großes Loch, wo es dann im Winter auch natürlich reinschneite. Also es war also zweckmäßig, die Garderobe, falls man das warme Mäntel hatte, anzuhalten. Und die Russen waren nicht doof, die haben natürlich die
Kragen hochgeschlagen, hatten ihre Mützen noch auf, weil die auch bewanden, genauso wie die Wehrdeutschen. Und es werde immer noch in Erinnerung, die ersten Reihen waren alle besetzt von russischen Offizieren. Und die waren mit das beste Publikum, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Die konnten relativ gut Deutsch verstehen. Auf jeden Fall verstanden sie was vom Theater. Wir haben damals verteufelt gut Theater gespielt. Die Theater waren damals sehr gesund. Also nicht so wie heute diese bisschen rachitischen Theatervorstellung, sondern es war damals ein pralles, saftiges Theater und wir waren froh, da saßen dann auch viele Amerikaner, aber überwiegend kamen die Russen zu uns und wir haben das sehr genossen, weil die sehr sachverständig waren. Die lachten komischerweise an den richtigen Stellen, wie wir auch, also wo gar keine großen Gags waren, sondern wo es um Sprachwitz ging und das war für uns ein Beweis, dass die unsere Sprache sehr wohl verstanden. Und es war, ich denke sehr, sehr gerne zurück an die Zeiten. Das war also, Sie müssen sich das so vorstellen, obwohl, auch wenn ich in alten Büchern blättere, staune ich immer wieder über diese Tatsachen, die ich selber erlebt habe. Die Kapitulation der faschistischen deutschen Armee, und sie war faschistisch. Lassen Sie sich nicht erzählen, dass die Wehrmacht bestand aus guten, braven deutschen Männern und nur die SS hat Verbrechen begangen. Das stimmt nicht. Es ist sind von der Wehrmacht unendliche Verbrechen begangen worden. Ich zögere nicht, das hier zu sagen, obwohl es mit dem Thema nichts zu tun hat. Der Krieg war zu Ende offiziell am 8. Mai. Es fanden aber bis zum 8. Mai, auch noch im April, viele kriegerische, mörderische Aktionen statt, weil die heranrückenden Truppen, die Haus für Haus meine Heimatstadt Berlin besetzten, ihre Revolver leerschossen. Auch viele Unschuldige sind dabei gestorben. Ich war Ohrenzeuge, wie durch ein Missverständnis. Mein frisch aus der Nazihaft entlassener Vater, der etwas aus unserer noch nicht total zerstörten Wohnung holen wollte, von einem betrunkenen russischen Soldaten erschossen wurde, aus einem Missverständnis. Es ist viel passiert in der Zeit, vieles, was schwer zu vergessen ist. In dieser Zeit zögerten aber Theaterleute eigentlich nur ganz kurz. Man schüttelte sich wie ein Hund, der irgendwas überlebt hatte, und ging wieder zurück an die Arbeit. Es ist unfassbar, dass bereits am 8. Mai war offiziell der Waffenstillstand. Schon vorher schwiegen sehr viele Maschinengewehre. Aber es dauerte nur bis Ende Juni, also anderthalb Monate, nicht ganz anderthalb Monate. Und da eröffnete die Tribüne, die es heute noch gibt, ein kleines, sehr, damals sehr berühmtes Theater, wo die erlesensten Schauspieler und Regisseure gearbeitet haben, wieder. Und die Leute konnten in manchen Theatern gegen Nahrungsmittel, war der Eintrittspreis in vielen Theatern, nicht in der Tribüne, da konnte man gegen die alte, noch existierende deutsche Reichsmark Theaterkarten kaufen. Und die Leute saßen im Theater, was damals eine Art lebenserhaltender Genuss war, weil man wurde versetzt qua seiner Fantasie, aber auch mit seinem Gehör und seinem Gesicht und konnte eintauchen in eine Fantasiewelt, was für viele lebenserhaltend war, im wahrsten Sinn des Wortes. Und Theater wurden wieder aufgebaut mit den ersten Gebäuden, die halbwegs instand gesetzt wurden. Vieles konnte man nicht reparieren, wie die Heizungen. Aber dann saßen eben die Leute, wie vorhin schon erwähnt, in ihren noch vorhandenen Wintermänteln, Pelzmänteln, notdürftig und erwärmten sich. Und die Theater waren voll. Man wärmte sich aneinander und an der Kunst, die dort geboten wurde. Es war in gewisser Weise eine wunderschöne Zeit für uns Schauspieler. Weil wir ahnten, wussten, wir spürten. Wir gaben etwas, was auf einer anderen Schiene ähnlich viel wert war wie ein Stück Brot. Und Brot hatte damals einen unglaublichen Wert. Es hat keiner Brot weggeworfen. Was mir auch heute noch manchmal irgendwo wehtut, wenn ich sehe, auch bei meinen eigenen Kindern und Enkelkindern, dass sie ein Stück Brot einfach in den Müll schmeißen oder eine halb angeknabberte Pizza geht in den Mülleimer. Das gab es damals nicht. Und war synchron dann ein und Broterwerb da, quasi? Den ja, ein sehr wichtiger, sehr notwendiger. Die Alliierten haben alle, die auch die Franzosen, großen Wert darauf gelegt. Wir hatten ja in Berlin einen von den Besatzungsmächten, ich bevorzuge den Ausdruck Befreiungsmächten,
eingesetzten Theater- und Filmoffizier. Ich habe große Rollen gespielt in amerikanischen Theaterstücken und für mich war und für meine noch am Leben gebliebene Mutter es eine Art großer lebenserhaltender Bereicherung. Es kam einmal in der Woche ein Pfarrer vom amerikanischen Hauptquartier in Berlin und brachte mir oder uns so einen großen Pappkarton voll mit Keksen, Schokolade, Kakao in Tüten, aber auch so zum Essen Schokolade und etwas, was ich noch überhaupt nicht kannte, Kaugummi. Also das alles wurde frei Haus geliefert, weil in der Villa des amerikanischen Stadtkommandanten hatten die einen Pappkarton hingestellt, einen Zettel dran gemacht vor Putt. Putt hieß die Rolle, die ich damals mit viel Erfolg im Hebbeltheater spielte. Und der hat gesagt, ach, dem können wir eigentlich helfen, dem Jungen, wir schicken dem Schokolade. Aber ich wurde dann auch mal eingeladen, um mich zu bedanken, was ich gerne tat. Und da wurde ich gefragt, ob wir sonst noch Wünsche haben. Ich sagte, ich danke sehr für die Schokolade und Kakao, aber wenn wir auch ein großes Brot bekommen können und vielleicht ein bisschen Butter. Also ich habe dann richtig so geschnorrt. Ja, man macht vieles, um am Leben zu bleiben. Und ich kann das nur genug loben, was ich damals an Wohltaten empfangen habe. Die haben uns durch einen schlimmen, enorm kalten Winter, wir hatten fast jeden Tag minus 20 Grad im Januar 46, das hat uns gerettet. Also das waren große Zeiten und wir hatten da über diese Brücke des Theaters, auch weil wir natürlich diese amerikanischen Stücke sehr gerne spielten, nicht um den Offizieren zu gefallen, sondern es war für uns eine neue Welt. Wir dursteten eigentlich nach Stücken, die aus der freien Welt kamen. Es waren für uns Botschaften, es waren enorme Austausch an. Es war wie ein Leben in einer neuen Welt. Sie haben mir im Vorgespräch verraten, dass Sie da auch den Emil Tischbein in Berlin schon auf der Bühne gegeben haben. Wie kam ja, es dazu? Es gab damals eine Theaterversion von dem berühmten Roman Emil und die Detektive. Es lag eigentlich, die Initiative ging aus von dem Autor, den ich sehr verehrte. Ich habe als Junge seine Romane verschlungen. Ich spreche also von Erich Kästner. Und ich bekam eines Tages, ich spielte Theater in München, eine sehr wichtige, große Rolle in einem englischen Theaterstück und wohnte mit meiner Mutter in einer kleinen, bescheidenen Pension in München. War von der Schule für ein halbes Jahr befreit, bekam aber immer die Schulaufgaben, weil ich jeden zweiten Tag mit meinem Freund telefonierte. Da funktionierten auch schon 1950 wieder die Telefone. Und erkundigte mir nach den Aufgaben und hatte alle Schulbücher mit in der kleinen Pension, wo wir lebten, und machte ganz brav meine Schularbeiten, wir waren damals anders konstruiert. Wir hatten nicht wie viele dann danach, also meine eigenen Enkelkinder, den falschen Eindruck, dass wir nur für die Lehrer lernen, sondern wir wussten, wir lernen ja für uns. Also lag es in meinem Interesse, die Schularbeiten nachzuholen oder mitzumachen. Und da bekam ich eines Tages eine Nachricht zugesteckt, dass das Sekretariat von Dr. Erich Kästner, er lebte damals in München, um meinen Rückruf bittet. Ich habe dann da angerufen und da wurde ich auch mit ihm verbunden. Und er sagte, du, ich höre, du spielst den Emil in meiner Theaterversion von meinen Emil und der Detektive. Ich möchte dich gerne kennenlernen, ich möchte den Jungen kennenlernen. Ich habe viel über dich gehört und auch gelesen. Es wurden damals auch viele Interviews mit mir gemacht. Aber ich möchte dich kennenlernen, dass wir uns unterhalten. Ich verfärme mich eine riesige Ehre. Eine bis heute. Und Sie haben mit einem anderen ganz berühmten deutschen Schriftsteller noch zusammengearbeitet. Ja, das war Jahre später. Das war Jahre später. Das war die Zeit, in der ich hier auch die Weltraum-Odyssee, genau. Da habe ich gemacht, die deutsche Version von Dr. Chivago. Genau. Da wollte der amerikanische Produzent wollte gerne, der Carlo Ponti, dass in Deutschland der Film gestartet wird mit einem sehr prominenten Namen unter dem Chiffre Mitarbeit am deutschen Drehbuch. Und da wurde ich gefragt, ob ich einen berühmten Schriftsteller kenne oder Autor, besser gesagt, der eventuell nicht nur befähigt war, der also zumindest die englische Sprache beherrschte, sondern auch einen großen Namen hatte. Und da fiel mir kein geringerer ein. Sie sehen, ich bin immer gleich ganz nach oben, habe ich gegriffen.
Ja, das ist Zeitersparnis, wenn man gleich die ersten Leute anfängt. Nur eines Tages landen sie doch da oben. Dann können sie gleich nach oben greifen. Müssen erst das, unten alles abgrasen. Und nannte Heinrich Böll. Der war ja, hatte gerade den Nobelpreis bekommen. Ich hatte ihn vorher auf irgendeinem Empfang mal kennengelernt. Und wusste, dass er hatte nicht nur lange in Irland gelebt, sondern er hatte da ja nicht nur die Sonne und den Mond sich angesehen, sondern hatte auch dort gearbeitet in dieses wunderbare irische Tagebuch. Ich weiß nicht, ob Sie den Titel mal gelesen oder gehört haben, geschrieben. Und hatte mit seiner Frau Annemarie zusammen etliche irische, aber auch englische Theaterstücke übersetzt. Also ich wusste, er wusste Bescheid über den sehr schwierigen Prozess des Übersetzens, den ich danach, lange Jahre danach, auch gemacht habe. Ich habe aus diversen Sprachen viele Theater und vor allem Hörspiele übersetzt. Und der wurde angeschrieben und was ich mir schon dachte, sagte der zu und wollte mich auch erstmal kennenlernen. Also ich flog nach Köln damals und lernte ihn kennen. Er war überaus herzlich und behandelte mich nicht herablassend. Er, der große Nobelpreisträger, und ich, so ein junger Mann da, sondern auf Augenhöhe. Weil er wusste, er konnte mehr als ich, was Roman angeht, ohne jede Frage, brauchte man nicht drüber zu reden. Aber in dem speziellen Gebiet der Synchronisation konnte, und da kannte ich mich besser aus als er. Also lassen wir dieses Wichtigtuerei, sondern arbeiten wir zusammen. Und es war unvergessliche Tage. Ich war 2 Wochen in Köln, besuchte ihn jeden Vormittag früh und blieb den ganzen Tag bei ihm. Und Annemarie machte uns belegte Brote, kam er mit so einer Schüssel rein und mit einer Kaffeekanne, Thermoskanne mit Kaffee. Und es war eine wunderbare 2 Wochen, unvergesslich. Sehr eindrucksvoll. Ähnlich wie die paar Begegnungen damals in München mit Erich Kästner, der mich außerordentlich erstaunt hat. Ich habe nie wieder einen Mann kennengelernt, der so interessant zu reden verstand, aber auch gleichzeitig, wenn das Essen kam, weiter rauchte. Er hatte in der linken Hand die Zigarette, er war Kettenraucher. Und er schnitt, bevor er weiter rauchte, sein Essen klein, mit Gabel und Messer natürlich, ein kleine handliche Happen, und tauschte das Messer mit der Gabel aus und nahm immer ein Stück Fleisch oder Gemüse mit der Gabel aus und damit paar tiefe Züge mit der Zigarette. Also er aß rauchend oder rauchte essend, wie Sie wollen. Und mich hat das außerordentlich beeindruckt. Ich vergaß dabei selber zu essen und war am Schluss hungriger als er. Also wir haben uns unglaublich gut verstanden und im Laufe dieses Gesprächs fragte er mich, wie bist du eigentlich zum Theater gekommen? Die Frage hatte ich natürlich in diesen jungen Jahren ein paar Mal auch Journalisten gegenüber zu beantworten. Und ehe ich mir irgendwelche Dummereien einfallen ließ oder so ein bisschen hochmütig klingende Erklärungen, habe ich immer beschlossen, gleich von vornherein die Wahrheit zu sagen. Und das war das Praktischste, aber auch das Effektvollste. Und ich war schon als Junge, habe ich es genossen, ein Staunen oder ein Lachen oder eine Reaktion hervorzurufen. Und ich bin zum Theater gekommen, eigentlich, ja, mit Hilfe eines, da lande ich wieder bei dem Wort, Zufalls. Der Zufall spielt in unserem Beruf, in unserem Leben eigentlich eine Hauptrolle. Ich war vielleicht 7 oder später oder früh, höchstens 8 Jahre alt, ich glaube eher 7, und meine Eltern gingen mit mir in die Scala. Es gab damals ein Varieté-Theater am Nollendorfplatz, das hieß, war sehr berühmt und hieß Die Scala. Oder nur Scala. Wir hatten eine Leuchtreklamenwerbung, die folgendermaßen aussah, es war Punkt, 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 und dann kam, und abends in die Scala, ausrufen. Und das hatte mich als Junge schon, diese Werbung, sehr fasziniert. Und ich sagte, sag mal, habe ich meiner Mutter gefragt, was ist denn die Scala? Die hatte meistens geschlossen, weil das war die Zeit der großen Bombenangriffe, aber manchmal spielten sie. Und da erfuhr ich, das ist ein Varieté-Theater. Und darunter stellte ich mir etwas Faszinierendes. Ich wusste nicht genau, was das ist. Meine Mutter versuchte mir das zu erklären. Jedenfalls ging sie mit mir alleine. Mein Vater war ja im Krieg, sagte man damals. Aber es war auch so. Und ich erlebte etwas Faszinierendes. Etwas für mich Ungeheuerliches. Ich erlebte den Auftritt eines Zauberers. Die Engländer nennen diesen Beruf besser, auch die Franzosen richtiger, nicht Zauberer, sondern Illusionist, sagen
unsere englischen und französischen Kollegen. Aber im Kern trifft es das, was wir Zauberer nennen. Da hat er sich verkleidet als Fakir. Das ist so eine übliche Berufskleidung, die Zauberer oder Illusionisten gerne tragen, mit Turban, allem Möglichen, so wie man sich in Deutschland einen indischen Fakir vorstellt. Das ist, die Realität spielt in unserem Beruf keine Rolle. Sie darf keine Rolle spielen. Und Menschen, die ins Theater gehen, um etwas Wirkliches zu erleben, sind am falschen Ort. Die gehen lieber auf die Straße, da findet die Wirklichkeit statt. Wir vermitteln etwas, was wir selber nennen, die Wahrheit. Und Wahrheit und Wirklichkeit sind ja noch nicht mal Geschwister, entfernte Verwandte, sagen wir mal lieber. Auf jeden Fall war der Trick, den ich erlebte, so faszinierend, dass ich sofort, also der holte irgendwelche Mitarbeiter und die gossen aus so Handkrügen, Wasser, perlendes Wasser. Einer hielt auf seine Hand runter, einer aus dem Zuschauerraum ging auf die Bühne, wurde gerufen, hielt, wurde ganz nass durch das Wasser, sodass der Krug also ganz voll war mit Wasser. Das wurde auch nochmal überprüft, einer krempelte sich die Arme hoch, tauchte. Wir waren alle davon überzeugt, das Wasser war sicher auch drin. Bis heute weiß ich nicht, obwohl ich ehrlich genug bin zu sagen, ich habe nicht die ganzen 83 Jahre damit verbracht, darüber nachzudenken, weil ich hatte Besseres zu tun. Aber ich verstand natürlich als Junge sofort, es war ein Trick und der Trick interessierte mich. Und das Echo, was dieser Illusionist bei seinen Zuschauern hervorrief, weil er ließ sich ein Tuch bringen, breitete das Tuch über diesen großen, mit Wasser gefüllten Krug. Dann wurde das Licht gewechselt und eine Musik erklang, also das, die üblichen Zutaten. Und dann zog er mit einem Ruck dieses Tuch weg und kippte diese große, ja, riesenvasenmäßige Form um. Und wir alle machen, vor allem die Leute, die in der ersten Reihe saßen, weil sie wussten schon, das ganze Wasser geht jetzt über ihre Beine. Aber es flatterte, es kam kein Wasser raus, sondern es flatterten ein Dutzend weißer Tauben in die Skala und flogen überall rum. Und das war die Initialzündung. Und an dem Abend beschloss ich, das will ich auch werden. Eigentlich wollte ich Zauberer werden. Bin das aber nie geworden. Aber ich habe einen Verwandtenberuf ergriffen, den ich, weil ich dann als, ich habe zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden und damit Geld verdient als 10-jähriger Junge. Und dann wurde ich 11 und 12 und 13, naja, ich will sie nicht langweilen, immer weiter. Und habe viele große Rollen gespielt und wurde schon, ja, zu so einer Art kleinen Begriff. Ich vermeide tunlichst das Wort Star. Das war ich nie, das wollte ich auch nie werden. Und ich bin meinem ganzen Leben sehr vorsichtig gewesen mit dem Begriff Star, weil ich zu viel weiß, auch vom deutschen Theater und vom deutschen Film, um zu wissen, dass wir in ganz Deutschland eigentlich nur einen großen Star hatten, der dieses Wort verdiente. Die Frau ist schon lange tot. Die war ein Weltstar. Ihr Name war Marlene Dietrich. Wir haben einen kleineren Star gehabt, den ich persönlich kennengelernt habe, der einmal in meinem Leben nach der Vorstellung in meine Garderobe kam, mich hochhob und mich umarmte und sagte, Junge, du bist ja großartig. Und das war Hans Albers. Das war auch ein Star. Ein Star zeichnet sich dadurch aus, als Nebeneffekt, dass wenn er irgendwo in eine Markthalle geht oder eine Straße lang und sich ein Pfund Äpfel kauft oder so, die Verkäufer ihn erkennen. Das sind ganz wenige Schauspieler, die erkannt werden, glauben Sie mir. Wie auch immer, war ich bekannt. Zeichner zeichneten mich, ich habe Interviews geben müssen und war ja in Fachkreisen, in Theaterkreisen sehr bekannt. Ich wurde ziemlich hoch bezahlt und das war natürlich eine große Erfahrung und wollte dann eigentlich das werden, was immer mein Wunsch war, Regisseur. Weil für mich waren Regisseure die eigentlichen am Theater arbeitenden Zauberer. Weil sie dachten sich Dinge aus, die das Publikum verzauberte, mit Hilfe ihrer Schauspieler, die sie in die richtigen Wege leiteten, in die richtigen Tipps gaben, in die richtigen Hilfestellungen gaben. Und das wollte ich werden und das bin ich geworden. Eigentlich habe ich den Begriff Zauberer nie aus dem Hinterkopf verloren. Aber ich brauchte nicht den Turban zu tragen.
Jetzt haben Sie den Zufall eben so schön betont. Welcher Zufall hat denn dafür gesorgt, dass Sie dann 1968 die Synchronregie bei 2001 übernommen haben? Ja, da war ich schon sehr bekannt. Ich habe ja schon als 10-, 11-Jähriger, und 68 war ich ja nicht mehr 11, da war ich ja Anfang, Mitte 30. Wir haben viel synchronisiert, auch wir Theaterkinder haben sehr viel, weil in jedem Film kommt, also nicht in jedem, aber in jedem zweiten, kommt ein Kind vor, das eine mittlere, kleine oder große Rolle spielt. Und da brauchte man natürlich auch deutsche Kinder. Und da bin ich vermittelt worden. Ich habe als erstes, landete ich am Theater. Ich wurde in der Gegend, in der wir lebten, meine Mutter und ich und auch ich meine Kindheit verbracht habe. Das war so eine Künstlergegend. Da wohnten viele Schauspieler, Sänger, Regisseure, aber auch Maler und Bildhauer. Wurde ich angesprochen auf dem Spielplatz von einem jungen Mann, der arbeitete als Dramaturg an einem bekannten Berliner Theater, und die suchten händeringend einen Jungen, der eine Knabenrolle spielen sollte in einer Shakespeare-Tragödie. Die Tragödie ist sehr berühmt geworden oder gewesen, berühmter als ich hier sein könnte. Die hieß Macbeth, eine eigentlich blutrünstige Mörder-Tragödie. Und da spielte ich eine kleine Rolle, der auch von einem Mörder ermordet wurde, und spielte damit, weil sie für eine Geistererscheinung auch einen Knaben noch wollte, spielte ich gleich die zweite Rolle auch noch mit. Also ich habe gleich richtig angefangen. Bin ins volle Wasser, kalte Wasser voll geschmissen worden und musste mich bewähren. Eine große Zeit, ich stand mit großen Leuten auf der Bühne, mit sehr großen Namen, damals, heute kennt die kein Mensch mehr. Da bewahrte sich das alte Wort von dem verstorbenen Kollegen Friedrich Schiller, der geschrieben hat, dem Mimen pflicht die Nachwelt keine Grenze. War Ihnen denn Kubrick vorher schon ein Begriff? Wussten Sie, was Sie da annehmen? Nicht vor. Ja, ja, aber wissen Sie, ich war so eine Art Favoritregisseur für Metro-Goldwyn-Mayer. Wenn denen nichts Besseres einfiel, sagten sie dann immer, ja, das soll aber der Michael Günther synchronisieren. Mhm. Die verlangten mich. Ich bin dann so, ja, auch da gefordert worden. Ich habe auch andere sehr erfolgreiche, bekannt und berühmt gewordene Filme, wo die schon im Vorfeld sagten, das hier ist wieder was für Michael Günther. Der hieß dann der Film Tanz der Vampire von Roman Polanski, schwer auszusprechen. Der schreibt sich Polanski, aber durch das L geht ein Strich und die Polen sagen Polanski. Na gut, ein netter Mann übrigens. Und wie ist das für Sie heute? Also es gibt diese eine deutsche Synchronfassung, die natürlich seit 50 Jahren immer wieder im Kino wiederholt wird. Können Sie mal sehen, ja. Ja, das bleibt. Und die auch im Fernsehen die einzig gültige Fassung ist. Ich würde noch Tantiemen dafür bekommen. Leider nicht so. Tja, ist das für Sie ein erhabenes Gefühl, wenn Sie jetzt die eigene Fassung im Fernsehen hören? Nein. Oder wissen, dass sowas noch wiederholt wird? Nein, nicht erhaben. Aber es freut mich natürlich auch für die Firma, die es ja so in der Form, wie ich sie damals kennenlernte, nicht mehr gibt. MGM ist durch die Kinokrise so halbwegs durchgeschlittert, aber im Grunde zerrieben worden wie viele Firmen. Und auch was heute noch Columbia heißt oder Paramount, ist ja längst nicht mehr das, was es mal war. Aber es freut mich auch im Nachhinein, dass es war damals keine leichte Arbeit und dass viele von den Arbeiten insofern dann doch gut waren, gut genug, dass man sie heute noch zeigt und auch noch sich anhört. Das macht mich natürlich schon ein bisschen froh, nicht stolz, aber man sagt sich, ach guck mal, diese alte Sachen, und manche Assoziation von mir, manche schon verschollen geglaubte Erinnerung taucht wieder auf, wenn ich, also gerade Chivago wird ja immer wieder gesendet, ja, übers Fernsehen, ist eine liebe Erinnerung. Das Film war damals ein Meisterwerk von David Lean, absolutes Meisterwerk. Und heute verstehe ich noch mehr davon als damals. Er hat viele Meisterwerke geschaffen, aber Chivago war schon, weil alleine, wissen Sie, wir sagen immer auch am Theater, das Wichtigste ist das Ausgangsprodukt, das Stück. Wenn Sie ein sehr gutes Theaterstück spielen und den Beruf eines Schauspielers beherrschen, dann müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn es kein Erfolg wird. Nach wie vor ist das erfolgreichste Theaterstück aller Zeiten noch immer, ist Hamlet, weil einfach das Stück zu gut ist.
Also Hamlet, aus Hamlet einen Misserfolg zu machen, dazu gehört auch schon was. Dann auch schon wieder eine Kunst für sich. Oder? Naja. Wenn ich mir so die Besetzungsliste ansehe, die Schauspieler, mit denen Sie damals zusammengearbeitet haben. Die habe ich alle vergessen. Ich kann das gerne nochmal auffrischen. Also es ist, ich würde jetzt mal salopp in einem Satz zusammenfassend sagen, die erste Garde der damaligen Synchronschauspieler in Berlin. Ja, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Bitte. Nur das ist ein Wort, da macht es in mir so, es gibt keinen Synchronschauspieler. Es gibt eine ganze Reihe von sehr guten und auch in dieser speziellen Art des Arbeitens sehr geübte, routinierte Schauspieler. Es gibt aber nicht einen Synchronschauspieler. Wir vermischen zwei, ich weiß, das macht die Presse, das machen auch so institutionelle, akademische Berufe, so, wo so Theaterwissenschaft doziert wird. Was, ja, ich mache mich darüber eigentlich zu Recht lustig. Sie haben ein gutes Gespür dafür, wie ich merke, weil die beiden Begriffe passen nicht zueinander. Weil am Theater gibt es eine ganze Menge Berufe und Fähigkeiten. Die einzigen, die wir nicht brauchen, sind Wissenschaftler. Weil die haben vom Theater keine Ahnung, werden nie begreifen, worum es geht. Es gibt keine, glauben Sie mir, ich spreche aus, ich habe nie Theaterwissenschaft studiert, weil das ist nicht nur reine Zeitverschwendung, sondern die, wenn Sie ein kleines Talent haben und wollen zum Theater, machen Sie alles. Aber studieren Sie nicht Theaterwissenschaft, Sie schädigen sich selber und ruinieren den kleinen Rest an Talent, der vielleicht in Ihnen steckt, das kann ich nicht beurteilen. Sie können alles Mögliche machen. Werden Sie Tischler, dann können Sie in dem Theater an der Tischlerei arbeiten. Das sind Leute, die immer wieder gebraucht werden und gefragt sind. Oder Theatermaler, ganz wichtig, die eine Kulisse anstreichen. Ganz wichtige Berufe, keine Handlanger. Sehr wichtige, sehr gut bezahlte Berufe, die stellenweise mehr verdienen als die Schauspieler, die auf der Bühne stehen. Das können Sie erlernen. Schauspieler zu sein, können Sie nicht lernen. Das müssen Sie sein. Jeder normale Mensch, den ich eine normale, begabte, kluge, intelligente Mensch, der in seinem Privatleben, in seinem Berufsleben vielleicht Schreiner ist oder Anstreicher oder Fleischer oder Gemüsehändler, den überfällt lähmendes Entsetzen, wenn ich ihn auf eine Bühne bringe, ihn anstrahlen lasse mit Scheinwerfern und sage, jetzt sag mal guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute Abend gekommen sind. Wie geht es Ihnen? Dem versagt die Stimme, weil eine geballte Masse Mensch, egal ob das 300 oder 1000 Menschen sind, die einen anstarren voller Erwartung, dass man sie zum Lachen bringt, zumindest sie irgendeiner Weise unterhält, üben einen lähmenden Einfluss auf jeden aus, der den Beruf nicht beherrscht. Ich kann das Ihnen nicht beweisen, da müssten wir hier die Geduld strapazieren. Aber glauben Sie mir, es ist so, um es abzukürzen, für Sie sind es einfach Schauspieler. Synchronschauspieler sind Schauspieler. Ja, es sind Schauspieler, die in dieser speziellen Arbeitsweise erste Erfahrung gesammelt haben und es sich trauen zu machen. Es gibt eine große Zahl von Schauspielern, habe ich erlebt, die meinen Überredungsversuchen und den Verlockungen des Geldes, wobei das zweite mehr Effekt hat als meine Überredungskünste, getrotzt haben und sagen, nein, das mache ich nicht und wenn ihr es noch so gut bezahlt, das will ich nicht, das ist eine Afterkunst und das ist überhaupt nichts in meinen Augen, da geniere ich mich. Die sind dann nicht dazu zu überreden. Es gibt etliche. Könnt ihr den Namen aufzählen? Wir haben ein Gespräch vorbereitet, oder besser gesagt ein Interview mit einem der markantesten Stimmen aus dem Film, und zwar mit dem Hauptdarsteller Peter Schiff. Ja. Peter Schiff spricht in ihrer Bearbeitung in der deutschen Fassung den Bordcomputer des Raumschiffs Discovery, HAL 9000. Und ich hatte das Glück und die Ehre, im Februar 2013 Peter Schiff in seinem Berliner Anwesen dazu zu befragen. Und da können wir jetzt mal in einen Zusammenschnitt hineinhören. Und mich würde natürlich insbesondere auch von Ihnen, Herr Günther, interessieren, wie war denn diese Zusammenarbeit und wie sind Sie da auch als Regisseur mit den Schauspielern damals verfahren? Ja, das waren alles mir sehr gut bekannte Schauspieler, mit denen ich auch später, aber auch schon zu der Zeit gearbeitet habe, wo ich sie also als Rundum-Schauspieler mit ihnen arbeiten konnte, weil ich dann anfing, meine ersten Inszenierungen zu machen am Theater, aber auch
im Fernsehen, aber zwischendurch immer noch ab und zu synchronisiert habe. Das hat ziemlich lange gedauert, aber ich bin nie ein richtiger, also sagen wir, Allround 30 Tage im Monat arbeitender Synchronregisseur geworden oder gewesen. Aber es hat mich immer interessiert. Ich habe die einen oder anderen von den großen Filmen, auch von Ingmar Bergman, dem großen Schweden, synchronisiert. Es war, man hat nichts dafür gelernt, um die eigenen Arbeiten zu machen. Das ist alles immer, das, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie bekommen einen Auftrag, ein Bild zu malen. Da nutzt es Ihnen nichts, nach Amsterdam zu fahren und in das Rembrandt-Museum zu gehen. Denn dadurch lernen Sie auch nicht, ein Bild zu malen. Also Sie müssen das aus sich heraus entwickeln. Mhm. Und die Betrachtung von Meisterwerken hilft Ihnen schon gar nichts. Sie verschreckt Sie eher, weil so gut wie Rembrandt kann sowieso kein anderer malen. Aber Sie müssen versuchen, ein gutes Bild zu malen oder eine gute Statue, wenn Sie das Talent dazu haben. Also Bildhauerei hätte mich nie interessiert, aber es gibt ja viele, die das lieben. Aber wir haben alle damals zusammengearbeitet, jedweder Möglichkeit, nicht? Peter kannte ich für lange Jahre, aber ich kenne ihn schon seit langen Jahren nicht mehr. Also wenn Sie mir sagen, da sitzt Peter Schiff, also so ähnlich sieht er wahrscheinlich nicht aus, aber ich würde ihn gar nicht wiedererkennen. Ich habe auch, glaube ich, ihn das letzte Mal vor 40 Jahren gesehen. Das ist eine Ecke. Wir hören mal rein in dieses Gespräch aus dem Jahr 2013 mit Peter Schiff. 13 ist auch schon wieder lange. Ist auch schon 5 Jahre her. Bis jetzt ist er sehr still, nicht? Ich glaube, er hat uns noch was zu sagen. Kurzen Augenblick Geduld bitte, die Kollegen in der Technik bereiten die Einspieler. Ich habe ja auch gar nicht so viel große Synchronrollen gesprochen, aber was mir anhängt, das ist der Computer in Weltraum-Odyssee. Und das ist nun eine Sache, da war auch Probesprechen, was ich dann gemacht habe in der Mosaik, ja. Und ich bekam die Rolle, das haben wir in einem halben Tag gemacht, ohne Kollegen, ich wurde alleine, war allein im Studio. Und die hängt mir so an, also Jahrzehnte wurde ich gesagt, ja, wir möchten es bitte so, ja, eben wie Odyssee, wie den Computer. Naja, das geht nicht, denn man kann keinen Menschen sprechen, im Hinblick auf, wie hast du damals den Computer gemacht, der ging also ohne große Beteiligung, innerliche Beteiligung. Aber der hing mir dann ewig an. Dass das so ein Erfolg für mich war, das war wirklich mein größter Synchronerfolg, den ich hatte, der nachhaltigste. Ja, eine Zeit lang da heraus, so ist es ja immer, wenn eine Sache irgendwie ein bisschen rausragte durch Zufälle, so wie man eben, wenn man den ersten Mörder gespielt hat, dann kommen mindestens 10 hinterher. Wenn man plötzlich dann nur noch so gesehen wird von den Maßgeblichen. Das werde ich nie verstehen, aber das ist eben so. Und das weiß ich also nicht, ob noch viel Computer danach kam, weiß ich nicht. Wie war das für Sie, dann auf so eine Rolle, ja, für einen Moment erstmal reduziert zu werden oder dass alle von Ihnen dann nur noch diesen Computer haben wollten? Nö, so weit habe ich nie gedacht, weil ich nebenbei, also synchron war nebenbei. Ich hatte immer mein Theater, eigentlich durch all die Jahrzehnte. Funk habe ich auch sehr gerne gemacht. Und synchron war, naja, man macht es mit, ja. Aber ein großer Synchronisator war ich nicht. Dann nochmal zurück zu der Arbeit für 2001. Ich war jetzt ganz überrascht, dass Sie das an einem Tag eingesprochen haben, diese ganze Rolle. Im halben Tag. Ja. Und das ist ja wirklich die Rolle, auf die man Sie heute auch immer wieder anspricht, ja. Die wirklich Geschichte geschrieben hat, Synchrongeschichte geschrieben hat, Filmgeschichte. Können Sie noch ein bisschen was zu der Zusammenarbeit erzählen? Also Sie sagten, Sie waren ganz alleine im Studio, ja. Haben das allein eingesprochen. Und wie viel Freiraum hatten Sie bei dem Auslegen der Rolle? Gar nicht. Das ist ja... die Frage klingt schon sehr cool. Die Figur ist fest, die ist in einer Einstellung wie in der anderen. Und wenn einmal der Grundton getroffen wurde und der Regisseur sagt, ja, so möchte ich es, so halten wir es durch,
Und da ich nicht den Kontakt zu den beiden Kollegen hatte, also eigentlich war das die leichteste Sache. Wie gesagt, die ganze Geschichte war zusammengeschnitten. Nur mein Teil da, was jetzt ja oft oder nur noch gemacht wird, finde ich fürchterlich, wenn man normale Dialoge alleine sprechen muss. Aber das ist heute eben Zeit mit Zeit. Ja, man hört es auch. Also ich finde, man hört sofort den Unterschied, ob man wirklich spielt, miteinander spielen kann. Aber natürlich. Und, oder ob es zusammengeschnitten wird. Aber das ist ja ganz, man hat auch als Sprecher braucht man den Augenkontakt nach wie vor. Man braucht den Partner, man muss wissen, das ist mein Partner, mit dem spreche ich jetzt diesen von mir nicht erdachten Satz. Und wenn ich da irgendwo ins Blaue spreche oder ins Schwarze, das ist, also ich finde es nicht schön, aber technisch ist es wohl kein Problem. Und nochmal auf den Computer zurückzukommen, kannten Sie die Vorlage, kannten Sie die Originalstimme? Nein. Und haben Sie sich danach mal angehört, nachdem Sie die Rolle gesprochen haben? Den habe ich dann gehört, ja, und fand ihn auch gut. Ich höre mich ganz gerne. Muss ich sagen, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ich mache die Ohren und Augen zu. Nö, also ich freue mich, wenn was wiederholt wird und meistens gefällt es mir auch. Es gibt Dinge, wo es ist nicht so, naja, aber ich gehe auch sehr unbefangen an jede Rolle ran. Ich versuche also nicht groß mich hinein zu philosophieren oder ich möchte Sätze sprechen, normal sprechen, möchte Situationen normal wiedergeben, ohne dass ich da Theater drumherum mache. Auf der Bühne macht man schon Theater, das genügt dann. War Ihnen bewusst, dass das so ein Kultfilm werden könnte? Nein. Kubrick war ja da schon relativ bekannt, ist danach noch bekannter geworden, aber das war nicht eine Überlegung bei der Besetzung dieser Rolle oder als Sie diese Aufgabe übernommen? Nein, das war, er ließ sich die Proben nach London schicken, soviel ich weiß, und er hat das dann bestimmt. Aber ich kannte ihn nicht, ich also nie was gehört von ihm, weil ich nie ins Kino gehe, weil mir das alles zu umständlich ist. Und jetzt ist er mir natürlich ein Begriff und jetzt kenne ich ihn auch vom Fernsehen mal ab und zu. War er im Fernsehen zu sehen mit einem Interview oder was. Aber sonst ist überhaupt keine Beziehung weiter da. Das war eben eine Rolle, deren Ton ich zufällig richtig getroffen habe. Und das war's. Ja, viele sagen auch, sie haben in der deutschen Fassung das noch subtiler gespielt als in der Vorlage durch Douglas Rae. Ja, das ist übrigens richtig, wo sie es klingt eitel, ist aber so. Ich fand die deutsche Fassung besser als die original englische. Wodurch sowas dann kommt, das weiß ich nicht. Aber vielleicht habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich... Der Regisseur musste nur darauf achten, dass dieser merkwürdige Ton, so dieses nicht Mensch und nicht nur Maschine, dass das so rauskommt, dass man Mitleid mit ihm hatte, auch nachher mit dem Lied, wenn er da stirbt. Und den Ton habe ich vielleicht zufällig oder vielleicht war ich mal vielleicht begabt, den habe ich getroffen. Ich bin ganz sicher, dass Sie da sehr begabt sind. Und also ich würde dem auch vollkommen zustimmen, dass die deutsche Fassung noch viel besser ist als das Original. Wo Sie das Lied gerade ansprechen, im Original singt der Hell Daisy Bell als Abschiedslied und im Deutschen Hänschenklein. Hänschenklein, ja. Das war eine Überlegung des Regisseurs oder haben Sie das auch mit... Nee, das war der Regisseur. Sicher in Absprache mit Kubrick, nehme ich an. Denn das ist eine Änderung, die... ohne Genehmigung des Originals, glaube ich, nicht sein dürfte. Welches Vorbild hatten Sie denn 1968 im Kopf, wenn man einen Computer spricht? Heute mit der technischen Entwicklung gibt es ja Computer, die synthetisch sprechen können. Ja. Aber 1968 war das alles Zukunftsmusik, da gab es sowas noch nicht, da war es wirklich Science Fiction.
War das nicht komisch, dann eine nichtmenschliche Rolle zu sprechen im Computer? Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe mich nur nach dem gerichtet, was der Regisseur sagte, dass es also weder noch sein soll, weder ein Mensch noch eine Maschine, und zu versuchen, irgendwie so den Zwischenton, den glaubhaften, und das nachher zum Lied hin, das ist ja, das klingt ja dann schon sehr menschlich. Das ist ja wirklich tragisch, die Geschichte. Aber ja, groß Gedanken habe ich mir nicht weitergemacht. Nach den ersten zwei Takes wurde gesagt, das ist richtig. Und dann war es ja leicht durchzuhalten. Insofern war es vielleicht ganz gut, dass ich nur diese Takes hintereinander hatte, alleine, und gar nicht aus dieser Stimmung herauskommen konnte. Und erstmal waren Sie dann überrascht über die Reaktion, dass Sie dann immer wieder auf die Computerstimme angesprochen haben? Ja. Ich habe ja auch gar nicht so viel große Synchronrollen gesprochen, aber was mir anhängt. So, danke. Einmal hören reicht, glaube ich. Wie ging es Ihnen jetzt, diese Arbeitserfahrung von Peter Schiff zu hören? Sie haben es schon ein bisschen mit Ihrer Mimik und Gestik kommentiert. Ich habe genug. Ja, ich hatte selten die Gelegenheit, so die Ausführung eines Schauspielers über sich selber zu hören. Aber ich weiß, dass Sie das immer sehr gerne gemacht haben. Ich bin ja selber auch Schauspieler. Ich habe mich aus diesem Grund immer zurückgehalten, weil es hat etwas sehr Rührendes für mich, extrem Rührendes. So wie wenn ein Kind über seine Erfahrungen der Elektronenphysik redet. Also es ist schon ganz interessant. All das, was Peter da erzählt, können Sie vergessen. Das ist seine eigene Welt, in der er dann eintaucht, und so stellt er sich das vor. De facto gab es ganz andere Schwierigkeiten. Das, was er da erzählt, ist, ja, er hat sicher zu Hause Verwandte, denen er sowas erzählen kann, die ihm das glauben lassen. Welche Herausforderungen gab es denn de facto Ihrer Meinung nach? Was glauben Sie, der zwar keine Erfahrung mit Synchron hat, aber was glauben Sie, ist schwierig oder eine Hauptschwierigkeit, wenn ich einen Computer nachahme, der sprechen kann? Was ist die Hauptschwierigkeit, wenn das Ganze nur über die Ohren aufgenommen wird? Was ist das, was man also auf Englisch nennt Obstacle? Nichts, was der Schauspieler fühlen muss. De facto ist es ganz egal, was der Schauspieler fühlt. Meinetwegen kann er fühlen, dass er gerne Morium isst. Wenn dabei etwas rauskommt, was zu der Situation absolut treffend passt. Das kann er nie beurteilen, das können wir beurteilen. Wenn ich sage, du, denk mal lieber an Rhabarber, dann ist es besser. Also das, was Schauspieler über sich reden, welchen Gemütszustand sie sich setzen, das ist etwas, das ist die besten Gesprächsteilnehmer für Schauspieler, wenn sie sowas reden, sind wirklich zu Hause die Verwandten, weil die glauben das. Wir haben jetzt noch aber die, was ist, ja. Nein, lass uns dabei bleiben, ist ja ein wichtiger Ich Punkt. Würde gerne auch Wir das hatten, Publikum noch mit einbeziehen, ja, also vielleicht was, haben Sie ja auch noch Was glauben Fragen. Sie, ist eine Schwierigkeit für einen noch so guten Schauspieler, der auch handwerklich eben gut ist? Unser Beruf besteht zu 99% aus Handwerk. Wenn er einen Computer spielen soll, wo ist die technische, handwerkliche Hauptfähigkeit? Ich spreche nicht von der Fantasie eines Schauspielers. Nein. Soll ich Ihnen das sagen, was die Hauptschwierigkeit ist? Die Hauptschwierigkeit besteht darin, dass man auch bei dem begabtesten, besten und teuersten Computer... Dann müssen Sie ins Mikro sprechen, sonst verstehen wir Sie nicht. Oder so. Ich habe viel Geld in meinem Leben damit verdient, im Mikrofon zu sprechen. Die Hauptschwierigkeit, dann auch gerade im Synchron, besteht darin, dass man etwas nicht hört, wenn ein Computer spricht, wenn ein Computer menschliche Sprache benutzt, um sich verständlich zu machen oder um Informationen an andere Menschen weiterzugeben. Was, glauben Sie, kann man nie hören bei einem Computer? Wie bitte? Ja,
Genau richtig. Und das war für Peter auch, er hat es nur vergessen, weil er, für ihn ist die Fantasie das Wichtige. Aber das macht ja nicht. Sowas stört nicht. War für ihn auch eine Schwierigkeit, die er aber nicht geschafft hat. Das kann man nicht schaffen, weil der Atem entströmt einem Widerwillen beim Ausatmen. Wenn Sie also eine längere Reihe, Anzahl von Wörtern sprechen, können Sie nicht vermeiden, oder auch das Einatmen. Sie atmen ein als Schauspieler, das haben Sie gelernt. Sie können versuchen zu lernen, es ist sehr, sehr schwer, nur durch die Nase einzuatmen. Es ist aber schwerer, als man glaubt. Man hört immer gerade, also angenommen, der Computer ist groß im Bild, was in diesem Film, so wenn ich mich recht erinnere, öfter der Fall war, dass also auch der Mikromann nah rangeht an den Sprecher mit seinem Mikro. Und dann können Sie nicht vermeiden, sehen Sie, dass man so einen Einatmer hört. Und das vernichtet die ganze Illusion. Aber wir haben den Peter, um ihn nicht allzu lange zu quälen, weil das ist eine wahnsinnige Konzentrationsarbeit, die ein Schauspieler da zu leisten hätte. Wir haben einfach die Arbeit verlagert auf die Technik. Ich sagte Ihnen am Anfang, die Herstellung eines Films, einer Synchronfassung, was auch immer, eines Theaterstückes, wird getragen und gemacht von vielen Menschen, die wir alle brauchen. Der beste Regisseur kann keinen guten Film herstellen oder keine gute Theaterinszenierung, wenn er nicht ebenso hochbegabte Mitarbeiter hat, die bestimmte Arbeiten verrichten müssen, die er gar nicht verrichten kann, auch weil er das dann gar nicht gelernt hat. So auch in diesem Fall. Das habe ich verlagert auf eine sehr gute, sehr präzise Schnittmeisterin. In diesem Beruf arbeiten auch Männer, aber überwiegend Frauen, weil sie sehr präzise sind in dieser Arbeit und auch sehr viel Geduld haben. Und da bin ich zu meiner sehr guten Schnittmeisterin, die meist fälschlicherweise Cutterin genannt wird. Die Amerikaner nennen das Editor, also einer, der zusammensetzt. Und habe sie nicht nur gebeten, sondern gezwungen, sämtliche Atemgeräusche vor Beginn eines Wortes nach und auch die Ausatmengeräusche feinsäuberlich mit einer Schere abzutrennen. Sodass tatsächlich in dem gesamten Dialog, und er redet eine ganze Menge, dieser Computer, nicht ein Atmer zu hören ist. Dieses hat natürlich mein berühmter Kollege Kubrick gehört und hat mir, wir haben mehrere Male telefoniert. Da war er nicht mehr in London, sondern er war noch in Los Angeles. Und ich habe mehrere lange Telefonate gespürt und eines hat er mir ein großes Kompliment gemacht und hat gesagt, du hast das mit dem Hell oder wie der heißt, ja, Hell, besser gemacht als wir. Wie hast du das hinbekommen? Ich sage, du, ganz einfach. Wir haben alle Atemgeräusche weggeschnitten. Und da sagt er, auf die Idee hätte ich auch kommen müssen. de facto, und das ist eben, ich sage jetzt mal mein, aber unser Beruf, spielt die allererste und wichtigste Rolle, das Handwerk. Das Denken, das Fantasieren, das Glauben. Sie können einen Menschen anhimmeln, denken aber dabei an Leberwurst. Woran Sie denken, ist völlig wurscht. Der Ausdruck muss stimmen. Und wenn Ihnen keine Frau einfällt, die Sie begehren und die Sie anbeten, dann beten Sie ein gutes Essen an, den letzten Hummer, den Sie gegessen haben. Und sofort verändert sich Ihre Stimme. Und sofort kommt die Sehnsucht rein. Ich sage, na prima, so ist es. Dann denkst du eben künftig an Hummer. Also das ist egal, woran Sie denken. Das Denken und Träumen und Glauben sieht man nicht. Das kann man nicht sichtbar machen. Sichtbar und hörbar machen wir das, was an diese Stelle treten muss. Das ist es. Das ist, jetzt habe ich Ihnen ein kleines Betriebsgeheimnis verraten. Aber das ist ohne Gefahr, weil Sie sind nicht aus dem Beruf. Sie können nichts damit anfangen. Mit dem. Dann, tatsächlich ja. Hat das zu Recht. Und da habe ich ihn sehr geschätzt, wieder den Kubrick, weil er mir damit bewiesen hat, ja, dass er ebenso denkt. Da kann man nicht sofort drauf kommen, weil wenn Sie X Aufnahmen machen, Sie hören immer noch einen kleinen Atem, dann ziehen Sie die Reißleine als Regisseur. Wissen Sie, jetzt berühre ich etwas, was in unserem Beruf immer eine Rolle spielt, was in den Augen und Ohren eines Publikums eine untergeordnete Rolle hat. Bei uns hat es eine absolute Priorität und das ist Geld.
Jede Stunde, die Sie in einem Synchronatelier verbringen, kostet verteufelt viel Geld. Und irgendwann fällt das Ihnen zurück auf die Füße. Dann wird nämlich gesagt, ja, Sie sind ein guter Synchronregisseur, aber Sie verbrauchen zu viel Geld. Und das ist ein Todesurteil. Sie müssen im Etat bleiben. Sie wissen, das Studio ist gemietet für, sagen wir mal, 3 Tage. Vorhin hörte ich so ein bisschen ungläubiges Gelächter oder so viel gesagt, dass Peter Schiff ehrlicherweise gesagt hat, das war an einem halben Tag vorbei. Das ist sehr viel Zeit, ein halber Tag. Es gibt kleine Rolle, für die habe ich als Synchronregisseur vielleicht 20 Minuten Zeit. Und wenn ein Schauspieler in 20 Minuten das nicht schafft, dann arbeiten wir halt ein bisschen länger, aber dann sage ich anschließend zum Aufnahmeleiter, den will ich nicht mehr sehen, der kostet zu viel Geld. Und wenn ich sage, der kostet zu viel Geld, dann ist das ein Todesurteil für den Mann. Also nicht real Todesurteil, aber beruflich. Ja? Sie beschäftigen ja keinen Handwerker zum dritten Mal, wenn der für eine Arbeit, wo der Vorgänger vielleicht 3 Stunden gebraucht hat, 4 Tage arbeitet, um ihr Klosett zu reparieren oder was auch immer. Dann sagen Sie, den werden Sie nicht mehr sehen. Das ist aber klar. Das hängt immer mit dem Finanziellen zusammen. Und das ist keine Schande, wenn man das sagt. So, jetzt nochmal die Möglichkeit oder der Versuch, noch Fragen an Michael Günther zu stellen. Es gibt da eine Wortmeldung. Ich komme zu Ihnen einen Augenblick. Vielen Dank, Herr Günther. Kurze Frage an Sie, weil wir hören ja immer wieder, dass Stanley Kubrick zum einen Perfektionist war, aber auch gerade zum Ende seiner Filmprojekte, wenn die Termine schon relativ feststanden, wann die Premiere stattfindet, auch unter enormem Zeitdruck gearbeitet hat. Also er hat selbst mit seinen Leuten ja 24 Stunden am Tag, mehrere Tage durch die Schnitte gemacht und saß Tag und Nacht quasi im Studio. Ja, vorsichtig. Das sagen viele Kollegen. Ich würde nie sagen, dass ich 4 Tage hintereinander jeden Tag 24 Stunden gearbeitet habe, weil das ist einfach Unsinn. Meine Frage an Sie ist einfach, wie stark hat er auf Sie Zeitdruck ausgeübt oder gesagt, wir müssen... Überhaupt kein. Stanley hat auf mich weder Druck ausgeübt, noch mir Ratschläge gegeben, weil er davon ausging. Mein Name war sehr viel Geld wert damals in Culver City. So heißt der Ort, wo MGM mit den Studios war. Und er hat sich nach mir erkundigt, selbstverständlich. Als misstrauischer Mensch würde ich genauso machen. Aber er hat, sagte, wenn du Michael Günther hast, der deinen Film sieht, da hast du das große Los gewonnen. Also so, ich weiß es nicht, was die Leute ihm gesagt haben. Sie haben auf jeden Fall nicht gesagt, es ist ein Stümper. Also ist er davon ausgegangen, wie ich auch ausgegangen bin, der Mann versteht sein Handwerk. Das reicht in unserem Beruf. Er wollte mich ja nicht heiraten. Ich war schon verheiratet. Die andere Seite ist, dass er natürlich einige Dinge schon im Auge hatte, weil er wusste, in einigen Bereichen war der Film Neuland. Auch für mich, selbstverständlich zum Beispiel mit diesem elektronischen Stimme. Und da habe ich ihm das gesagt. Sagt er, wie hast du das gemacht? Und da habe ich ihm das erzählt, dass wir den Atem abgeschnitten haben. Und da musste er mir gratulieren. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Dann komme ich zu Ihnen. Bitte nur um Ihr Handzeichen. Aber im Übrigen hat er auch, das hat Peter behauptet, das hat man dann auch den Schauspielern gesagt, sind die Bälle rübergeschickt worden nach Culver City. Das haben wir bei vielen Filmen gemacht, nicht nur hier. Bei Chivago hat also zum Beispiel mein weltberühmter großer Kollege Carlo Ponti das mit ausgesucht. Und das war hier bei Stanley Kubrick überhaupt nicht der Fall. Ich habe Peter Schiff besetzt. Im Übrigen war die Sache nicht ganz entscheidend. Viel entscheidender war mein deutscher Tonmeister, der das aufgenommen hat. Der hat eine Meisterleistung verbracht. Es werden immer die falschen Leute gelobt. Ja, ja bitte. Herr Günther, auch von mir schönen Dank. Eine Frage. Gibt es einen Film, den Sie gerne synchronisiert hätten, zu dem Sie aber nie die Gelegenheit hatten? Nee, welcher wäre wirklich das? Nicht. Ich habe viele wunderbare und großartige Meisterwerke synchronisieren können. Ich hatte natürlich privat gewisse Lieblinge, das muss man schon so nennen. Also die Filme sowohl von gewissen Franzosen wie aber auch gewissen Schweden, zu denen Ingmar Bergman gehörte, habe ich besonders gerne synchronisiert. Aber wissen Sie, sowas spielt keine Rolle. Das ist ein Auftrag, den man annimmt. Und jeden Auftrag, auch wenn es sich um eine Art B-Film handelt, also nicht so hochkarätig künstlerisch, nimmt man genauso ernst. Da beginnt ein Handwerkerstolz.
Das Beste, was Sie erreichen können in meinem Beruf, ist, dass hinterher oder hinterher im Rücken gesagt wird, das ist ein hervorragender Handwerker. Da sage ich, das ist ein großes Lob. Das ist ein ganz großes Kompliment. Das nehme ich sehr gerne an, denn darin habe ich Ehrgeiz. So, letzte Chance, bevor wir gleich eine Pause machen und dann auch den Film natürlich sehen und hören möchten. Ja, gerne, noch eine Frage. Harry Rowold hat mal gesagt, lesen Sie die Übersetzung, im Original geht viel verloren. Würden Sie dem zustimmen? Absolut. Ich habe zu viel selber übersetzt aus 6 Sprachen, um nicht das genau zu wissen, weil ich das selber erlebt habe. An manchen Tagen, an manchen Punkten ist man so verzweifelt, dass man eigentlich nicht mehr weiß, wie man das zu Ende bringen soll, weil es gibt kaum eine Arbeit, die so anstrengend und so schwierig ist wie die Übersetzung. Und damit meine ich nicht nur das Synchron. Das Synchron hat die zusätzliche Schwierigkeit. Sie finden eine wunderbare, entsprechende Formulierung im Deutschen. Die können Sie aber nicht benutzen, weil der Mund die ganze Zeit offen ist und die Lippen nie zusammengehen. Also ich spreche von dem vertragten sogenannten Labialen. Wenn Sie unterbringen wollen, dass ein Mann in Ekstase zu der Partner und sagt, ich liebe dich und betont auch das B noch sehr. Aber der Mund ist die ganze Zeit offen, weil es ein schwedischer Film ist. Und da heißt es, ja, Cherida. Oder ja, Cherida, da können Sie nicht, ich liebe dich setzen. Es geht einfach nicht. Also müssen Sie sich etwas anderes Deutsches, Adäquates übersetzen. Aber ganz besonders infam, geradezu sadistisch ist es, wenn es sich um ein Gedicht handelt, was Sie ja auf Deutsch reimen müssen. Reimen Sie mal auf Deutsch ein Gedicht, in dem lauter Labiale vorkommen, das ist die umgekehrte Schwierigkeit. Ich sage Ihnen, da rennen Sie vor Verzweiflung erstmal raus aus dem sogenannten Checkraum, wo Sie Mutterseelen allein sitzen mit viel Papier, einem Radiergummi und Bleistiften. Und dann rennen Sie auf den Hof, die Sonne scheint, und dann sagen Sie zu sich, warum bin ich nicht Gärtner geworden? So, ich habe gerade noch einen Hinweis bekommen von unserer Vorführerin. Wir machen jetzt eine kurze Umbaupause. Pause ist gut, ja. Die haben wir uns jetzt verdient nach diesem langen Gespräch. Danke auch für Ihre Fragen und Kommentare und natürlich ganz herzlichen Dank vor allem an Michael Günther. Danke, dass Sie heute bei uns sind. Gerne, gerne. Wenn Sie jetzt kurz... Sie sind ein sehr angenehmes, gut reagierendes Publikum. Chapeau. Wenn Sie jetzt... den Saal verlassen, bitte nur der organisatorische Hinweis, nehmen Sie bitte Ihre Karten mit. Sie können gerne Ihre Sachen hier liegen lassen und die Plätze gleich wieder einnehmen, aber nehmen Sie Ihre Karten mit, weil wir jetzt noch einen Nacheinlass machen. Wir gongen gleich auch nochmal vor dem Filmstart. Das Filmcafé hat für Sie noch geöffnet, Sie können sich dort noch erfrischen. Bis gleich. Ja.